Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Black Myth Wukong. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Vor allem bei einem Part, der so aufwendig ist wie dieser hier. Weil wir werden jetzt alle Sachen erledigen, die wir noch nicht haben. Was einiges ist. Wir sind wieder hier bei Kapitel 6. Beim ersten Ding hier. Und da können wir nämlich hier nach oben. Da oben ist die echte Rüstung von Wukong. Ich glaube, es war sogar einfach hier den Weg hoch, ne? Hier den Weg hoch und hier hinter, wenn ich das gerade eben richtig gesehen hatte. Mir richtig gemerkt habe. Ja, da ist sie. Das ist die echte Rüstung von Wukong. Und damit haben wir das erste Ding gesammelt. Goldene Fängschweifkrone, Kopfbedeckung. In einem Moment der Erleuchtung hat er eine Wahl getroffen. Der große Weise, seinen Pfad geebnet, der Zyklus durchbrochen. In einem Moment der Erleuchtung hat er eine Wahl getroffen, der große Weise. Okay, das ist alles drei die gleichen Beschreibungen. Und ich nehme an, das sind jetzt Sachen mit. Ja, das sind einfach ganz normale, gewöhnliche Sachen. Man sieht ja auch, dass es schon unterschiedlich ist. Lustig ist es aber, die gleichen Namen haben, ne? Die gleichen Namen. Also, ist schon lustig. Oh. So, wir müssen einkaufen gehen. Ich hoffe, ich finde den Typen jetzt direkt beim ersten Versuch, aber ich hoffe es mal einfach. War der nicht einfach hier unten? Müssen wir mich kurz einkaufen hier. Und die müssen wir auch einsammeln, weil wir müssen überall immer Ginseng und alles einsammeln. So. Ich only sell rare fine wares. I'd be selling it to no one if it wasn't for you. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gekauft habe, ne? Das fehlt mir auf jeden Fall noch. Das fehlt mir noch. Jetzt müssen wir ein bisschen farmen. Es kann sein, dass ich das dann ein bisschen zusammenschneide. Ich weiß nicht genau, welchen Gegner wir hier farmen müssen. Schauen wir uns mal an, wo die Gegner sind. Ich weiß, dass es diese Pflanzengegner hier gab, aber angeblich soll es nur drei geben. Das, auf mich wirkt es, als gäbe es hier mehr. Aber es kann sein, dass es drei in unmittelbarer Nähe gibt. Da, so ein Pflanzengegner oder nicht. Das sind die Pflanzengegner, die, glaube ich, gemeint sind. Und die können wohl ein Item droppen. Yay. Random natürlich. Aber wir können ja was machen, um das ein bisschen zu beschleunigen. Wir können... Erhöht moderat die Chance, vom besiegten Gegner Materialien zu erhalten. Ich hoffe, das gilt auch dann für die Sachen, das ist dann, ne? Ich hoffe sehr, dass das nicht nur für Baumaterialien so Sachen angeht, sondern also zum Craften oder so Dinge, sondern dass es auch darum geht, die Items, die droppen. Grundrate insgesamt quasi zu erhöhen. Die müssen wir auch immer einsammeln. Und oh, Stahlginseng, das hatten wir, das hatten wir schon, glaube ich. Oder? Bin mir gerade unsicher. Das war eine Mixtur etc. Als wurde mir halt so richtig angezeigt, deswegen weird. Goldlotus, mal eins. Ist das das Ding, was ich suchte? Kommando zurück, das war nur der Goldlotus als Item. Nicht der Samen, den wir suchen. Wir suchen einen Goldlotus-Samen. Da ist er! Jetzt haben wir ihn aber. Okay, nice. Lass mich in Ruhe, Junge! Komm ab! Weiter geht's! Und auf zum nächsten und letzten Samen. In der Lava sollen irgendwo hier, wo die Lava ist, ich glaube hier ist die Lava auf jeden Fall nicht, sollen Bäume sein, die wir scheinbar nicht gelootet haben. Die Bäume sind gemeint. Ah, Feuerdattel. Ne, wieder eine Feuerdattel. Stahlginseng haben wir aber gefunden.
Nice, und Eisenkügelchen. Stahlgun sind sehr gut. Den kriegt man nämlich, wenn man random das einsammelt. Deswegen gut, dass wir das jetzt weg haben. Ah. Feuerdattelsamen, da ist er doch. Nice. Okay, dann bringen wir die Samen jetzt mal weg. With no one else around, only your visits can dispel the dullness. Ah, every plant in the world is now rooted in my heart. My existence is fulfilled. Hm. Nice. Da haben wir's. A monkey leaving so soon. Do visit. Okay, damit haben wir alle Samen. Yay. Dann geht's jetzt gleich weiter. Was ich auch noch festgestellt habe, meine lieben Leute, mir fehlen einige Geister. Und genau zu sein, 4. Einen müssen wir im NG Plus holen. Aber den einen können wir jetzt holen. Wir sollen wieder hier hingehen. Das kann man einfach nehmen. Wunderbar. Nummer 1 ist uns. Unser. Und oben, ob unten. Das ist unser Nummer 1 von 4. 3 können wir jetzt schon holen. Mir fehlen halt vor allem so Dinge, die, wenn du halt random Gegner tötest, die du bekommst. Und da ich nicht so oft gestorben bin bei normalen Gegnern, habe ich die nicht so oft getötet. Deswegen habe ich die halt nicht bekommen. Also es ist legit halt einfach so. Wir sollen hier den Weg nach unten gehen, oder? Und den Pfad nach rechts folgen. Ich erinnere mich an die Stelle. Da bin ich durchgerannt. Ah, deswegen habe ich es nicht. Weil ich hier durchgerannt war. Weil der Gegner mega assig war, als ich hier war. Der war viel zu stark, als ich hier war, deswegen habe ich das hier nicht mitgenommen. Okay. Nummer 2. Der Falken-Eremit. Hab wahrscheinlich drauf geachtet, weil ich erinnere mich an den Dialog mit ihm. Wo wir ihm das gegeben haben. Ah. Da ist der kleine Wurm. Jetzt können wir ihn dreimal füttern. Muss er jedes Mal wieder rasten, oder? Nee. Ich kann den Spirit jetzt claimen, aber keine Ahnung, wo kann man den jetzt hier claimen oder was? Nö. Müssen wir vielleicht erst rasten? Ah, okay. Da ist er. Älterer Amurwurm. Wunderbar. So, den letzten Spirit können wir da erst im NG Plus machen. Yay! Das nächste Item, was wir suchen, hat die Person, die den Guide geschrieben hat, über eine Stunde gekostet zu bekommen. Deswegen hoffen wir mal, dass es bei mir schneller geht. We don't
Welcome, Ian. Daraus lernt. Da! Tigerseengürtel, da ist er. Ich hoffe, der Entwickler lernt daraus, dass Random Drops für 100% Achievements grauenvoll sind. So, wir müssen jetzt weiter. Aber es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, ne? Aber das ist halt einfach legit so dumm, oder? Legit, es ist so dumm. Das Item war vorher nicht da. Es ist nach Kapitel 4 gespawnt, nachdem wir Kapitel 4 abgeschlossen haben. Und das nächste Farmen geht los, meine lieben Freunde. Wir müssen Kratos besiegen. Immer und immer wieder. Bestienbuddha, da ist er. Wunderbar. Hat's gefunden. Auf zum nächsten Item. Wir dürfen wieder farmen. Und wo soll ein Gegner auf dem Stein sein? Das ist ja nicht der Gegner auf dem Stein. Until you reach the gate, okay. Und jetzt auf dem Stein links. Da haben wir es direkt gefunden, okay. Nice, das ging schnell. Yay, direkt erster Try, nice. Und wir dürfen wieder Gegner farmen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Naja, ihr kriegt das hier eh alles zusammengeschnitten. Ist hier links gemeint? Nö. Ah doch, die muss ich farmen. Direkt bekommen. Was ist denn auf einmal mit der Drop-Chance hier los? Die das da hinten? Weil hier ist auf jeden Fall eine Höhle.
Das kann man schon mal festhalten. Und hier habe ich eine Kiste übersehen. Aber ist es nicht einfach die Höhle, wo der Bosskampf auch war und so? Oh mein Gott, ich sehe die Kiste. Ich war doch schon mal hier, glaube ich. Da habe ich die Kiste einfach nicht gesehen, nicht mitgenommen. Okay. Glasiertes Reliquar. Dann haben wir das auch. Wunderbar. Dann können wir weiter zum nächsten Ding gehen. Yay. Weiter geht's. Und jetzt sammeln wir weiter Trankzutaten. Yay. Trankzutaten. Das wird schön. Irgendwo hier soll eine liegen. Denn hier hin? Naja, gut. Ich bin jetzt hier hingegangen. Und jemand muss das hier entdecken. Schnurrhaar des verlorenen Long. So, wir müssen Baumgegner töten. Ich hoffe, dass hier Baumgegner sind in der Nähe. Aber ich meinte mich zu erinnern, dass hier, da vorne ist doch ein Baumgegner, genau. Und den können wir immer wieder töten. Das Kern. Da ist sie. Oh. Die unsterbliche Ranke. Ich habe gerade schon gezweifelt, ob wir sie bekommen. Unfassbar. Endlich. Seid ihr bereit für eine kleine Rutschpartie? Ja, ich auch nicht. Aber was muss, das muss, nicht wahr? Oh mein Gott. So, da ist es. Tigerrelikt. Wir sind Lotussammler. Auf dem Weg, Lotus zu sammeln. Ah, da ist er. Wir haben ihn. We got him, boys. We got him. Und dann starten wir einen neuen Zyklus. Ja, machen wir das. Ich bin gerade in dem Waffenherstellungsmenü und habe gesehen, wir können neue Waffen herstellen. Aber leider haben wir dafür die Longperlen nicht und den Goldbaumkern nicht. Und die Longperlen kriegen wir vom Besiegen der Longgegner. Ne? Das heißt, wir müssen die auch nochmal machen. MNG Plus. Oha. Hier ist auch noch eine neue Waffe. Die haben wir noch gar nicht jetzt freigeschaltet bisher. Okay. Und hier haben wir eine, die freigeschaltet ist, die dann himmeldurchbohrendes Horn braucht. Wir sind beim Monkey angekommen, beim Tränke-Monkey und haben uns jetzt hier, kaufen uns jetzt hier die schönen Zutaten, die uns noch fehlen. Und damit haben wir die auch erledigt. So, wir haben das erste Kapitel gerade in unter einer Stunde, glaube ich, erledigt. Und ich habe gerade gesehen, dass wir erstmal können wir hier noch einen Punkt verteilen und wir haben das hier freigeschaltet gehabt durchs Ende des Spiels. Obweise oder Buddha, die Dämmerung muss noch kommen, genau wie das Mantra. Durch Erinnerung und Besessenheit kann eine neue Reise in den Westen begonnen werden. Ohohoho. Das könnte ziemlich krass sein. Hol das einfach mal. Und da sind wir wieder. Und hier müssen wir was anders machen. Wir skippen das einfach mal, ne? Wir müssen den König zuerst besiegen.
Komm an, das hier ist der zweite Prinz. Ja. Wir haben ihn das letzte Mal besiegt. Wir müssen den König zuerst besiegen. Wo ist denn der? Wie soll ich den da oben runterkriegen? Ach so. Ich muss ihn dazu kriegen, dass er es runter, dass er es kaputt schlägt. Komm, komm her. Komm schon, schlag's kaputt. Wird der richtig wütend, ne? Ich hab seinen Papa getötet. Damit haben wir alle Geister. Moment, ich spiele gleich noch weiter. Für die Leute im Video nicht, aber ich muss das ganze Kapitel hier noch beenden. So, nehmen wir das Ding mal mit. So, ich bin wieder bei unserem guten Pillendoktor und da kaufen wir uns noch das Rezept hier, was glaube ich neu ist im NG Plus. Deswegen kaufen wir uns das. Jetzt müssen wir das Achievement auch haben für alle Rezepte. Yeah, weiter geht's. So, wir sind wieder beim Jentiger und haben dort ein bisschen was eingekauft, um jetzt mit den ganzen Longperlen, die wir gesammelt haben. Wir haben alle vier Long, also alle vier, es gibt fünf, aber wir haben vier wieder gesammelt und craften uns die Sturmblitz Longstab. The deadly edge stirs a deadly urge. Die ziehen wir auf jeden Fall direkt an. Forging weapons, that's my trade. So, jetzt frage ich mich gerade, kriegen wir jetzt die Waffe herstellen? Nö. Ich weiß nicht, warum wir diese Waffe nicht freigeschaltet haben. Laut Internet soll die einfach im NG Plus freischalten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man alle Texte oder so gesammelt haben, damit sie sich freischaltet. Ich weiß es nicht. Rüstung herstellen? Wir können auch welche herstellen? Gibt neue Rüstung, die wir herstellen können. Ich habe eigentlich alle hergestellt, soweit ich mich erinnere. Ja, ist auch alle hergestellt, oder? Da haben wir irgendwo die Ressourcen nicht für. Nö. Noch hier. Ach stimmt, das haben wir noch nicht hergestellt. Aber wir müssen bis zum fünften Kapitel spielen, fällt mir gerade ein. Wir müssen ja zum Stierkönig. Oh, wegen der ganzen Ausrüstung. Oh, wir müssen sogar weiterspielen, als ich dachte. Na gut, aber was jetzt kommt... Edge sharpened. Arm restless. I was looking for someone to test it. Mark me. This blade is cast from the best metal. Don't blame me if you hurt yourself. Oh,
is unfit for my skill. It's yours now. I'll just forge another. Yay! Im NG Plus ist er noch viel einfacher. Gut zu wissen. Jetzt kriegen wir den neuen Kuriositätenplatz, ne? Den vierten von fünf. No wonder you're at my door. Wir können auch irgendwelche Rüstungen aufwerten. Achso, ja, wegen himmlisches Band. Da die alle auf mütig zu bringen, ist, glaube ich, außerhalb der Challenge hier. Aber hey, wir können jetzt einen weiteren Slot anlegen hier. Krass, oder? Ich finde das super. Was ich mich frage, ist, wir sollten eigentlich einen neuen Zauber bekommen haben. Müssen wir den jetzt hier irgendwie überleveln oder so freischalten? Ätnes Haar. Das ist, glaube ich, neu. Hat das Spiel irgendwie nie erzählt, dass es das gibt. Na gut, dann haben wir das hier auch erledigt und ich weiß immer noch nicht, wie wir die eine Waffe herstellen können. Da muss ich mal schauen. Der letzte Geist, der uns noch fehlte, ist, wenn man in die Spinnwebengrotte geht, wenn es hier noch Nacht war, ne, dann wird es ja zu Tag. Wenn man zurückgeht zu diesem Anwesen, dann ist hier jetzt der Laternenträger, der fehlte uns. Das war der letzte Geist, der uns noch gefehlt hat. Let's go. Der Laternenführer. Dort haben wir alle Geister. Und dann sehen wir uns gleich, glaube ich, wieder bei dem Typ mit den Armen am Rücken. Ne? Und danach sehen wir uns wieder beim Daoisten Mi. Und danach sehen wir uns nochmal Kapitel 5, wenn ich alles gecraftet habe. Oh mein Gott. Sonst wird so viel zu tun. Naja, wir sehen uns dann. Und hier fehlt uns noch ein Ausrüstungsstück. Ich glaube, der Boss kommt direkt hier hinter. Und dem müssen wir die Arme abschlagen. Ja.
Spiel ruckelt, okay. Er hat noch einen Arm zu viel, leider. Ah, da war der letzte Arm weg. Wunderbar. Hold your smirk, you audacious monkey! We'll settle our scores when I reach my full mastery! Dafür habe ich die giftigen Armschützer bekommen, die vier Arme abzuhauen. Da wisst ihr Bescheid. Dann werde ich mich jetzt mal zu Daoist Me begeben. Das wird ein bisschen dauern. Und da sind wir bei Daoist Me. Und wir haben seinen Gegenstand, den er braucht. Und wir gehen direkt zu ihm hin und liefern den ab. Splendid. This is it. Vile and evil it is. Hence, I must bring it back for thorough study. Young master, in our brief acquaintance, you were kind enough to do me a favor. Why not extend your kindness by leaving your head with me? That would please my master greatly. Nicht überspringen. Strong foe. Just what I need. You shall be my initial feast to power my metamorphosis ascension. Alter, bist du hässlich. Und damit ist er besiegt. Der letzte Boss, der uns noch fehlte. These impudent mortals have overreached themselves. Their demise was of their own creation. But you, you are special. What poison them only strengthens you. Keep it close and wield it wisely. You'll see its potential. Go, release him. Being trapped there is a torment worse than death. I've watched him grow up. I cannot bring myself to do it.
So. Violetter Hagel, Wurmgestalt, Giftgewalt. Der Außerkorne verwandelt sich in einen Wurmguai, der immun gegen Gift ist und Gegner bei jedem Angriff mit dem Giftfluch belegt. So, meine lieben Freunde, das war der letzte Gegner, der letzte Boss, den wir machen mussten. Hat sich das Tagebuch jetzt kompliziert mit allen Charakteren? Ja, hat es. Wir haben jetzt auch die letzten Charaktere. Wir werden eine große Lesestunde machen nach diesem Part hier. Das wird sehr lange dauern. Ja, jetzt haben wir hier auch Yuan Shucheng. Nice. Ich hatte was vergessen, wir können jetzt eine Gorde kaufen, weil wir jetzt das komplette Porträtbuch zusammen haben. Jetzt haben wir hier die Gorde, die King Tian Gorde oder Xing Tian. Stellt langsam Gurtenfüllung wieder her. Ja, das Hens, ja, gut, das ist ja der Trink da drin. Das ist krass, aber der. Ah! Der hat nur eine Füllung. You have a sharp sight, young friend. Das ist krass. Ganz andere Art, dann mit der Heilung zu spielen. Na gut, dann haben wir auch alle Gorden jetzt. Warum auch immer wir das wieder hier haben. Dann haben wir es halt zweimal. So, meine lieben Freunde, ich habe gerade wieder die Bishui-Bestie oder wie auch immer sie hieß, gelegt. Und mal gucken, ob wir jetzt alles schmieden können, was uns noch fehlt. Ich weiß, dass wir die Waffe auf jeden Fall schmieden können. Das Rezept haben wir bekommen. So, einen Dunkeleisenstab haben wir. Und ich hoffe, dass das die letzte Rüstung ist, die uns fehlte. Rüstung hergestellt. Nee. So, ich guck mal in die Steam Achievements. Ja, sagt mir aber noch nicht, dass ich durch bin. Uns fehlen zwei Helme. Und das sind Rare Drops. Man muss es lieben. Der erste ist, wenn man hier weiter runter geht. Das sind Treasure Enemies, heißen die. Keine Ahnung. Achso, der da vorne, ja, den kenne ich ja, den haben wir schon mal gesehen. Der droppt einen Helm. Ist er. Wunderbar. Nummer Uno ist erledigt. Dann zum letzten. So, dann wollen wir den nächsten machen. Doch direkt. Heuschreckenfühlermaske. Nice. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, dann gucke ich mal ganz kurz auf Steam. Steam sagt mir, sie haben alle Errungenschaften freigeschaltet. So. Kann ich euch das beweisen? Das sind meine Errungenschaften. Was sogar noch die Maus dazu, dann glaubt man es noch mehr. Da ist meine Maus, da sieht man sie. Alle Achievements. Kann man auch sortieren, nach wann man es freigeschaltet hat? Nee, ne? Aber ja, vollste Veränderung. Gerade eben am 25. Oktober 2024 um 16.18 Uhr bin ich den 10,8% der Spieler beigetreten, die alle Achievements haben. Und das ist sogar nach Zeit sortiert, ne? Ja, 2. Oktober war eine lange Pause, 8. September. Also... Die längste Pause von Achievements war von 8. September bis 1. Oktober. Ja, hier 9. noch und dann 1. Oktober. Da habe ich sehr lange nicht gespielt. 97,6% der Spieler haben das Spiel angefangen. Ja, und 10,8% der Spieler haben es zu 100% durchgespielt. Nice. Nice, nice. Das war's dann. Für den Part und solltet ihr das hier wertzuschätzen wissen. Die 100% haben mich nochmal irgendwie, na gut, 8 Stunden gekostet. Es waren 8 Stunden, glaube ich, um den Dreh. Dann denkt immer dran, ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, seitdem ihr euch dazu entscheiden solltet. Und mir bleibt nichts viel mehr zu sagen, als mich zu verabschieden und zu sagen, ja, es gibt noch Sachen, die wir machen könnten. Ein NG Plus 2 könnten wir machen, um noch den Kuriositäten-Slot zu bekommen und dann alle diese
Relikte auf das Maximum zu leveln, ne, alle drei Dinger zu bekommen und so weiter. Könnte man machen, aber mir reichen die Achievements in diesem Fall tatsächlich. In diesem Spiel reichen mir jetzt die Achievements. Ich bin sehr genervt gewesen von diesen ganzen Rare Drops von bla bla bla. Grauenvoll. Aber es hat funktioniert. 100% Achievements. Ich bedanke mich. Wir sehen uns wieder im nächsten Projekt. Nein, wir sehen uns im nächsten Part. Es gibt ja noch einen Part, den keiner von euch schauen wird. Aber der mir wichtig ist. Wir werden alle Texte lesen. Ich werde alle Texte komplett nochmal vorlesen. Alle. Aber das im nächsten Part. Bis dann, hatte ich die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich.